lecker. Aber irgendwie fehlt mir was. Also, wie startet man einen Tag, wenn man einen Tag lang isst wie Julian? Natürlich mit einem Käffchen. Die Sriracha Mayo weglassen. Weil ein Brötchen trocken essen ist jetzt, glaube ich, auch nicht so geil. Guten Morgen und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Ich esse heute einen Tag lang wie The Franklin oder Julian, wie ihr ihn nennen wollt. Unter einem meiner letzten Videos habt ihr geschrieben, dass ich wie er essen soll und das Kommentar hatte die meisten Likes, deswegen wird heute ein Tag gegessen wie der liebe Julian oder The Franklin. Ich habe mich dabei an einem Food Diary auf Instagram orientiert, was er hochgeladen hat oder an mehreren. Wie startet man den Tag, wenn man einen Tag lang isst wie Julian? Natürlich mit einem Käffchen. Also Leute, na, wer das nicht weiß, der hat irgendwas falsch verstanden. Erstmal schön auf dem Balkon draußen. Richtig nice. Das Wetter wird echt wieder viel, viel schöner. Ich lieb's und ich trinke jetzt meinen Kaffee aus. Und dann machen wir uns gemeinsam Frühstück. So, Zeit für Frühstück. Und der gute Julian macht sich zum Frühstück momentan sehr gerne einfach Skier. Da habe ich jetzt einfach den von Ja genommen. Mit Beeren, weil er meinte, Beeren haben den geringsten Zuckeranteil oder sowas. Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich mir hier ganz teuer die guten Beeren, die frischen Beeren gekauft. Ich glaube, die haben 3 Euro gekostet oder so. Ich muss sagen, Skier mit Beeren, lecker. Aber irgendwie fehlt mir was. Also ich hätte jetzt schon Bock, irgendwie Granola drauf zu machen oder anderes Müsli oder gepufften Quinoa, was weiß ich. Aber wir machen es originalgetreu, einfach Skier mit Beeren. Perfekt. Und natürlich noch ein Käffchen dazu, also was für eine Frage. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob Julian irgendwie den Skier noch süßt oder so. Ich mache es jetzt einfach, weil ich mag nicht süßen Quark eigentlich nicht so gerne. Ich nehme jetzt einfach ein bisschen Flüssigsüßstoff. Ich glaube nicht, dass er das verwendet, aber ich habe jetzt gerade echt gar keine Ahnung. Ich mache jetzt einfach so einen Spritzer Flüssigsüßstoff rein. Ich hoffe, es ist okay. Und ready ist mein Frühstück à la Julian. Ich muss sagen, es sieht echt lecker aus. Wie gesagt, mir fehlt einfach ein bisschen an Topping. Aber gut, wir ziehen das heute durch. Und jetzt gibt es Quark mit Beeren. Es hätte schlimmer laufen können, muss ich euch ehrlich sagen. Also ich will mich mal nicht beschweren, ne? So Leute, wir machen jetzt einen kleinen Taste-Test, obwohl es wahrscheinlich eh nur noch Quark mit Beeren schmecken wird. Ja, das tut's auch. Wer hätte es gedacht? Auf jeden Fall kann man sich das easy gönnen zum Frühstück. Und ich würde sagen, ich lasse mir das Ganze jetzt schmecken, werden mir ein paar YouTube-Videos dabei anschauen und wir sehen uns danach wieder. So, Friends, Frühstück ist aufgegessen, wie ihr gesehen habt. Und Kaffee auch ausgetrunken. Das war bestimmt nicht der letzte Kaffee bei mir heute. Also auf jeden Fall war es sehr lecker. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann bei der nächsten Mahlzeit wieder. So, als Zwischensnack gibt es bei Julian eine Möhre. Richtig random irgendwie. Aber ich glaube, Julian ist gerade auf Diät. Und Möhren, finde ich persönlich, sind echt praktisch, weil es ist kalorienarm und es sättigt, weil ihr so viel zum Kauen habt. Mhm. Generell Möhren sind eigentlich richtig underrated. Ich habe früher echt oft Möhren gegessen, aber mittlerweile irgendwie gar nicht mehr so. Aber schmeckt eigentlich richtig gut. Müsste ich euch das mal wieder essen. So Leute, es ist Zeit für ein Mittagessen. Und zwar habe ich bei dem Julian gesehen, dass er mittags eher was Leichtes isst. Haben wir hier jetzt Eier. Er macht sich nämlich Rührei und verfeinert die mit Kresse. Ich habe sogar Kresse gekauft hier, hör mal, ne? Habe ich, glaube ich, noch nie gekauft, aber eigentlich liebe ich Kresse. Und dazu isst er immer, wie er es nennt, eine Semmel. Bei uns heißt es Brötchen. Es ist einfach ein Brötchen, okay. Und ich habe mir jetzt hier solche Toastbrötchen gekauft. Und genau, das werde ich mir jetzt mal... Habe ich jetzt irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Das werde ich mir jetzt auf jeden Fall mal zubereiten. Falls ich was vergessen habe, lasse ich es euch gleich wissen.
So, Freunde, mein Essen ist jetzt fertig und es sieht wunderschön aus, muss ich sagen. Und ich würde sagen, ich teste das Ganze jetzt mal. Ich mache das Ei aber aufs Brötchen. Ich glaube, das macht er auch bestimmt. Weil ein Brötchen trocken essen ist jetzt, glaube ich, auch nicht so geil. Auch wenn man in einer Diät ist, ist das nicht geil. So, ich habe mir das jetzt mal so gemacht. Und ein bisschen Kresse drauf. Wunderschön. Und wir probieren das Ganze. Mhm. Wer hätte es gedacht, es schmeckt wie Ei mit Brötchen. Nein, doch. Aber das Mittagessen kommt mir sehr entgegen, weil ich bin auch der Typ Mensch, der mittags eher leichtere Sachen isst und dann abends lieber mehr isst. So gerade, wenn man noch irgendwie Fernsehen guckt und dann snacken will, hat man noch ein bisschen was offen. Also, das kann man sich echt gönnen hier, das Mittagessen. Richtig, richtig gut. Ich lasse das Ganze jetzt noch schmecken und wir sehen uns dann bei der nächsten Mahlzeit wieder. So, Friends, es ist Zeit fürs Abendessen und bei Julian gibt es zum Abendessen laut seinem Reel öfters eine Art Poke Bowl, also einfach Reis mit Gemüse und einer Proteinquelle, also die drei Komponenten auf jeden Fall. Und ich habe hier einmal den Reis. Ich habe hier so einen Fertigpack genommen, weil ich nicht so oft Reis esse und dann habe ich nur so ein bisschen Reis und nicht will eine ganze Packung Reis hier stehen. Als Gemüse hatte er in seinem Video auch, glaube ich, Zucchini und Möhre. Ich glaube, ich nehme noch eine zweite Möhre dazu. Ich habe nämlich noch genau zwei über. Und Zucchini, ja, also das ist das, was ich in seinem Video erkannt habe an Gemüse. Als Proteinquelle hat er diesen Tempeh empfohlen von der Tempeh-Manufaktur. Ich glaube, er hatte irgendwas Knoblauch-Koriander-mäßiges, aber den gab es bei uns nicht. Bei uns gab es nur Barbecue-Geschmack und obwohl ich glaube, es gab Knoblauch-Koriander, aber ich mag absolut kein Koriander. Deswegen habe ich jetzt einfach Natur-Tofu genommen und werde den selbst würzen. Ich bin echt mal gespannt. Ich habe noch nie in meinem Leben Tempeh gegessen. Ich habe keine Vorstellung, wie das schmecken wird. Ich finde, man sieht so ein bisschen aus, als wären so diese, wisst ihr, was im Kinder-Country diese Flakes da drin sind. Dass die hier auch drin wären, aber ich glaube leider nicht. Und als Topping benutzt er die Sriracha Mayo. Ich war ungelogen in drei Läden, bis ich diese Kack-Mayo gefunden habe. Also wirklich, es ist echt nicht einfach hier in Köln. Also bei meinem Rewe gab es sie nicht. Bei einem Bioladen hätte ich es jetzt auch nicht erwartet, aber ich dachte, gut, vielleicht habe ich ja Glück. Ich muss da wegen dem Tempeh nämlich eh hin. Und bei Hit hatten die das jetzt. I'm so vegan. Oh, die ist sogar vegan. Okay, perfekt. Auf jeden Fall bereiten wir uns das jetzt zu und gucken nochmal, wie es schmeckt, ne? So Leute, mein Essen ist fertig und oh mein Gott, es sieht so unglaublich gut aus. Und ich würde sagen, wir probieren das Ganze direkt mal. Ich bin mal gespannt, ob die Sriracha Mayo, ob die richtig scharf ist oder ob die so mittelscharf ist, weil ich kann gar kein Scharf ab. Aber we'll see. Ach du Kacke. Boah, ist die scharf, Leute. Ja, die ist ordentlich scharf, würde ich mal sagen. Puh. Aber, boah. Halleluja. Aber ansonsten mega lecker. Hier dieser Tempeh, den habe ich auch gerade schon probiert. Kann ich wirklich beschreiben, nach was er schmeckt. Er schmeckt nach nicht viel. Ich habe ihn einfach, also er schmeckt eigentlich nur nach den Gewürzen, mit denen ich es gewürzt habe. Aber die Konsistenz finde ich ganz nice. Das kann man sich echt mal gönnen. Wird wahrscheinlich die Sriracha Mayo weglassen. Aber ansonsten schmeckt das echt mega gut, diese Kombi. Auch Tempeh muss ich jetzt unbedingt öfters mal kaufen. Wobei vielleicht auch nicht so oft, weil ich glaube, der hat fast 4 Euro gekostet. Naja, ich weiß ja nicht, ne? Ich finde Like Chicken und sowas schon teuer, aber das war schon anders teuer. Ich lasse mir das Ganze jetzt schmecken und wir sehen uns dann bei der voraussichtlich letzten Mahlzeit wieder. So
Leute, ich habe absolut keinen Plan, wie hier das Licht ist. Aber wir probieren jetzt noch ein zuckerfreies Almdudler zusammen. Das trinkt er nämlich immer abends, wenn er streamt, hat er gesagt. Und ich kenne das eigentlich schon. Also ich liebe Almdudler. Ich trinke das immer auf der Hütte beim Skifahren. Oder hab's früher immer getrunken, als ich noch Skifahren war. Ich war jetzt vor lange nicht mehr leider. Und da gibt es ja leider immer nur das mit Zucker. Aber zuckerfrei ist live. Einfach ein Genuss. Einfach richtig, richtig nice. Und ja, das genehmige ich mir jetzt noch. So Leute, die letzte Mahlzeit für diesen Tag wird eine Quarkbowl sein. Und ich freue mich so drauf, weil ich liebe Quarkbowls. Ihr wisst es. Aber er nimmt keinen normalen Quark. So wie ich es im Reel gesehen habe, nimmt er nämlich griechischen Joghurt. Habe ich auch gekauft. Ich liebe auch griechischen Joghurt übrigens. Den von Andexa, ihr wisst es, Andexa Natur. Ja, genau, den gibt es. Und eine Banane macht er da rein. Ich esse ja nie Bananen irgendwie, außer Bananenbrot. Aber vielleicht komme ich ja mal wieder auf den Geschmack hier. Ich weiß nicht, ob er den griechischen Joghurt mit irgendwas süßt wie Honig oder irgendeinem anderen Süßungsmittel. Ich süße ihn jetzt einfach mal nicht, weil die Banane ja auch recht süß ist. Ja, genau. Und dazu gibt es bei ihm noch ein paar gesunde Fette, und zwar einmal Erdnüsse. Ich habe jetzt leider nur die gerösteten und gesalzenen Erdnüsse gefunden. Am besten sind natürlich die puren Erdnüsse, also ungeröstet, ungesalzen, habe ich jetzt aber nicht gefunden. Und ich hatte jetzt auch keinen Bock, so eine 1-Kilo-Packung von diesen, die man noch schälen muss, zu kaufen. Deswegen habe ich einfach die guten, ja, Erdnüsse gekauft. Ich hoffe, das ist okay. Es ist ja eh nur eine kleine Menge, die er davon isst. Und Walnüsse. Ich hatte Studentenfutter noch da und habe jetzt einfach ein paar Walnüsse rausgepickt. Ja, genau, weil wäre jetzt unnötig gewesen, noch eine neue Packung Walnüsse zu kaufen. Und ja, das Ganze bereite ich mir jetzt mal zu und dann probiere ich mal. Ich habe jetzt hier meine Quarkbowl. Ich habe gesehen, er hat die Walnüsse auch auf die Quarkbowl, glaube ich, gemacht. Also bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube. Hier habe ich meine Erdnüsse. Die snacke ich jetzt schon mal. Sehr geil. Erdnüsse gehen einfach immer. Und das Ganze werde ich mir jetzt mit ins Bett nehmen und eine Serie gucken, gemütlich meine Quarkbowl snacken. Das ist der Vibe. Ich liebe es einfach. Und werde euch natürlich dabei einen Zeitraffer machen. Keine Sorge, Julian. Und ja. So Friends, das war es jetzt auch mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben von euch freuen. Und natürlich auch, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Das würde mich sehr unterstützen. Und Julian, wenn du gerade auf dieses Video reagieren solltest, was mich sehr freuen würde. Dann liebe Grüße an deine Zuschauer. Es hat mich sehr gefreut, einen Tag lang Video essen zu können. Es war auch sehr lecker. Kann ich nur sagen, voll mein Geschmack. Und ja, folgt mir auch sehr gerne auf Instagram. Da bin ich auch wirklich täglich aktiv und auf TikTok auch. Ich verlinke euch aber alles nochmal in der Infobox genauer und schreibe euch nochmal alle Informationen hin. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann, ciao!